Grüß Freunde der virtuellen Sonnending. Summ, 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 summ. Noten meine ich. Freunde der virtuellen Noten. Nach dem großen Anklang nach meinem Tourist Trophy Video, wovon ich noch keine Ahnung habe, weil ich es direkt nach dem Tourist Trophy Video aufnehme, das ich noch nicht hochgeladen habe. Vielleicht habe ich es auch gar nicht hochgeladen, ich behaupte es einfach mal. Habe ich mir überlegt, spiele ich aber noch ein Spiel, weil ich so unglaublich gerne mag, nicht. Ich hasse es abgrundtief, aber das werdet ihr gleich sehen. Mortal Kombat Deadly Aliens, tödliche Allianz. Versicherung. Ich werde jetzt einfach mal ein Arcade-Spiel spielen. Ist übrigens auch ein Spiel, das ich nur einmal gespielt habe. Ich habe es dann an diesem Tag, an dem ich es einmal gespielt habe, auch gleich durchgespielt. Aber es ist einfach nur unglaublich, unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich gut. Deshalb spiele ich es jetzt und ich wähle natürlich den Charakter mit den größten Brüsten. Und das ist in diesem Fall einfach mal... Das ist in diesem Fall einfach mal hier dieser Fettsack. Jeder hat die größten Titten. Deshalb werde ich den noch spielen. Und ich zeige euch einfach mal, wie brillant dieses Spiel ist. Denn ich bin jetzt hier im Portal. Ich bin im Portal und kämpfe gegen den guten Kano. Das ist Brian Volcanos Bruder, der berühmte Eiskunstläufer. So, ich bin stundbesoffen, das passt gut zu mir und ich kann mal Schweinebacke, du. Ja, das Spiel ist sehr brutal. Es ist so brutal, dass ich es eigentlich nicht zeigen darf, aber ich zeig's trotzdem. Die können auch irgendwas wechseln, ne? Wo ging das? Ach ja, hier. Ja, man kann übrigens mit irgendwelchen Tasten, ich weiß es gar nicht wo genau. Ach doch, man kann hier Waffen wechseln. Jetzt hat er einen Gehstock, den brauche ich auch, weil langsam ist mir ein bisschen schlecht von dem Spiel. Ja, es ist sehr brutal. Hier fliegen die Eingeweide durch die Gegend und Blut und Exkremente. Und der gute Kano ist ein echt großer Loser. Er hat keine Chance gegen mich, Kano. Ich bin so schlecht in dem Spiel und er kann mich nicht besiegen. Er hat mich noch kein einziges Mal getroffen. Er ist so schlecht. Ja, die Fresse treten. Schnapp ihn, du alte Fettbeine. Ja, nein, er hat mich getroffen. Nein. Los, Knüppel auf den Korb. Ja, Knüppel auf den Korb. Der Master Finish-Angriff, Knüppel auf den Korb. Und dann treten wir ihn durch die Gegend. Yeah, jetzt können wir ihn finishen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das geht. Deswegen hau ich ihn einfach mal auf den Bus. Ja, Bo-Rai Cho ist der beste Charakter von allen. Das weiß jeder Mortal Kombat Pro, weil Bo-Rai Cho, ich habe Schwierigkeit 7%. Das ist nicht viel. Jetzt kämpfen wir gegen Reptile in der Trommelarena. Weil Bo-Rai Cho der beste von allen ist, ist er ja einfach mal ziemlich gut. Wie habe ich denn das eigentlich angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Reptile, das ist dieser Lego-Mann hier, und wir treten ihn einfach mal mit der besten Technik von allen, so, verdammte Schweinekacke. Los, hol ihn hier mit der Drunken Fist of Master Faust. Bam, hier, bam, bam. Ich bin rübergesprungen, jetzt trete ich ihn erstmal durch die Ballerei. Ja, ich bin der Beste von allen, das sieht man hier schon wieder. Meine Kampfkunst ist überragend. Wo wechselt man die? Achso, hier. Jetzt habe ich den Mi-Zong-Stil. Der Mi-Zong-Stil ist genau dasselbe. Ich mache nämlich immer dasselbe. Man sieht auch wieder, das ist die beste Technik, wie man hier in das Spiel wählen kann. Immer dasselbe zu machen. Das nennt sich in Fachkreisen Button-Masher-Idiot. Und ja, darin war ich schon immer gut. Ich bin ein überragender Button-Masher-Idiot. Übrigens, morgen kommt Kuma zu mir nach Hause. Ich werde ihn auch nicht mehr gehen lassen. Ich werde ihn unter die Couch verfrachten, so dass er verhungert. Und dann werde ich ihn ausstopfen und an meine Wand nageln. Ja, der Grund dafür ist ganz einfach. Ich nagel gerne Leute an Wände. Das ist eines meiner vielen Hobbys. Wie zum Beispiel Mortal Kombat Deadly Aliens spielen. Eines der großartigsten Spiele, die es gibt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Hey, du alte Potzer! Was ist das denn? Du musst töten! Ja, töten! Ja, jetzt hole ich mir wieder die beste Waffe überhaupt gestockt. Jetzt habe ich wieder einen Finisher. Jetzt mache ich erstmal sowas. Ach ja, Borat-Show, du bist der Beste von allen. Ja, man sieht, das Spiel ist ziemlich gut. Hier wird der belohnt, der wirklich Fähigkeiten besitzt, so wie ich. Das hat man auch gerade wieder gesehen, denn ich habe durch blanken Skill, wie man so schön sagt, habe ich den Feind besiegt, diesen Reptilienmann. Und jetzt werde ich diesen komischen militanten Koreaner hier, diesen Nordkoreaner besiegen. Was ist hier los? Du hast mir in die Fresse! Du kriegst eine auf den Kopf, Alter! Komm her, du! Komm her, du! Bam, 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 bam! Hier, Rückhandattacke! Yeah! Ja, man sieht, hier kann man Eis zerstören. Ja, das ist ziemlich geil. Das ist so geil. Komm her, du! Tritt ihr in den Arsch! Oh, das war ja geil! Wie hab ich das denn gemacht? Oh, krass! Du bist so krass! Yeah! Was?
Gib mal einen Stock, gib einen Stock, 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 Stock. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab schon wieder gewonnen. Bei 69 Sekunden. 69 ist ohnehin eine magische Zahl in unser aller Leben. Es ist eine Zahl, die unser Leben hinreichend verändert hat. Ja, sogar ein Tritt ihm ins Gesicht. Was? Komm her, du! Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin ein dicker Mann. Ein dicker Mann bin ich. Und ich werde dir zeigen, was ein dicker Mann also kann. Und ja, er kann in der Luft getroffen werden und blutige Tränen weinen. Blutige Tränen des Verlustes, der Angst und der seelischen Enthauptung. Oh nein, ich darf ihn nicht verlieren. Wenn ich verliere, dann habe ich verloren. Nein, ja, ich habe gewonnen. Ich bin so gut. Bam, hier. Stockattacke. Ja, man hat, glaube ich, gesehen, wie gut dieses Spiel ist. Es ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Es gehört zu den Spielen, die ich nie wieder spielen werde. Ja. Damit beende ich diese... Oh nein, ich kämpfe gegen mich selbst. Ah. Ja, wir wissen, unser größter Feind ist immer man selbst. Was ist das? Ah ja, ja, okay. Das ist sehr cool. Ja, es gibt hier Minispiele in diesem großartigen Spiel. Und dieses Minispiel hier ist ein Dings zu hauen. Ein Dings. Aus Bambus. Wir werden sehen, ob der Fettsack das hinkriegt. Was jetzt? Achso, ich muss X haben. Los, Attacke! Ich werde mal zeigen, wie ich das mache. Los, mach. Los, du schaffst es. Ja, und jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe bekommen. Fail! Fette Mistsau. Fail. Ja, das war die letzte Folge, die ich diesem Spiel geopfert habe. Jetzt werde ich es zerstören. Adios.